Der Sport auf Rund TV wird Ihnen präsentiert von den Autohäusern Wenck und Reindl. Ob auf Rasen, im Wasser oder in der Halle, am Wochenende bietet die Ronn-Region wieder Sport für alle Geschmäcker. Besonders spannend wird es am Samstagmittag bei einem Heidelberger Stadtduell. Da trifft in der Rugby-Bundesliga der Zweite, die RG Heidelberg, auf den Dritten, den TSV Handschuhsheim. Es ist egal, ob man Erster, Dritter oder sonst wo steht in der Tabelle. Wir haben teilweise die Spiele richtig krass verloren, aber wenn es dann zu so einem Derby kommt, dann ist alles offen, da kann alles passieren und das ist genau das, was so spannend wird. Ein Besuch könnte sich also nicht nur für Fans dieser Sportart lohnen. Rugby ist halt ein Sport für jedermann. Da geht es schnell zu, hart zu. Es ist meistens spannend, hoffentlich auch am Wochenende. Es ist einfach ein geiler Sport zum Zuschauen. Es gibt halt Sachen, die zum Beispiel Fußball nicht bietet. Also vor allem mit der Kameradschaft, Disziplin und auch Respekt vom Schiedsrichter zum Beispiel. So Sachen, das zeichnet Rugby aus. Und das ich kenne wenig Leute, die enttäuscht waren vom Rugby bis jetzt. Spielbeginn ist am Samstag um 14 Uhr im Fritz-Grunebaum-Stadion am Habigweg. Zur Neuauflage des Endspiels um die deutsche Wasserballmeisterschaft kommt es zwischen dem SV Nika Heidelberg und Waspo Hannover. Zeitgleich ist es auch noch das erste Spiel der neuen Bundesliga-Saison. Los geht's am Samstag um 18.15 Uhr in der Schwimmhalle am Olympiastützpunkt. Schon mittendrin im Liga-Alltag stecken die Kurpfalz-Bären. Gegen Herrenberg sollen die nächsten zwei Punkte her. Immerhin führen die Catcher-Mädels die Tabelle in der zweiten Bundesliga an. Und genau so soll es auch weitergehen. Wobei die Bären zuletzt zu Hause ja ein paar Probleme hatten. Anscheinend schmecken uns die Auswärtsspiele momentan ein bisschen besser. Aber ich hoffe, dass wir am Wochenende gegen unseren, ich nenne es mal Angstgegner, Herrenberg dann doch schaffen, nochmal die paar Prozent auch wieder draufzupacken. Ich glaube, in heimischer Halle mit unseren Fans im Rücken wird es auf jeden Fall ein gutes, attraktives Spiel. Los geht's am Sonntag um 16 Uhr in der Neurotthalle. Auswahl gibt's also genug, ein Derby mit starken Männern, eine nasse Finalneuauflage und ein Duell gegen den Angstgegner. Der Sport auf Rund TV wurde Ihnen präsentiert von den Autohäusern Wenck und Reindl.